So, dann begrüße ich Sie alle zusammen beim GT Study Club, heute mit dem Thema Integration der Lachgassedierung in die zahnärztliche Praxis, Voraussetzungen und praktische Umsetzung. Unser Referent heute ist der Wolfgang Lüder und wie immer der Hinweis von mir, Fragen zum Thema können Sie gerne links in das Chatfenster stellen. Die Antwort darauf bekommen Sie dann nach dem Vortrag. Ansonsten einen spannenden Vortrag und Herr Lüder, bitte. Los geht's. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen hier aus Rosenheim. Ich freue mich, dass Sie den Weg übers Internet zu meinem Vortrag über die Lachgassedierung gefunden haben. Ich habe ein relativ komplexes Programm für eine Stunde. Verzeihen Sie mir also, wenn ich das ein bisschen zügig durcharbeite. Ich werde mich kurz vorstellen, dann eine kleine Einführung zum Thema. Zentrum meiner Überlegungen sind die Verfahren zur Steigerung des Patientenkomforts und wie ich meine persönliche Belastung während der Arbeit reduzieren kann. Allgemeine Aspekte, das Verfahren der Titration als zentrales Element erfolgreicher Sedierung. Dann sprechen wir über die Wirkung des Lachgases, auch in den verschiedenen Sedierungsstadien. Ich habe etwas vorbereitet über Sicherheit, Einsatzgebiete, Patientenselektion, Kontraindikationen und Wechselwirkungen. Die Frage der Arbeitsplatzbelastung wird uns ein bisschen beschäftigen, die personellen, technischen, räumlichen Voraussetzungen, offizielle Stimmen, was ist da von offizieller Seite her zu hören zum Thema Lachgas, die Gerätekunde, Kosten, Abrechnung, Preisfindung, ein Buchtipp, unsere nächsten Schulungstermine und letztendlich noch eine kleine Wirtschaftlichkeitsberechnung, wo wir schauen können, wie rechnet sich eine Lachgassedierung, eine Investition in eine Lachgassedierung für die einzelne Praxis? Kurz zu mir, ich bin niedergelassen in Rosenheim in Oberbayern, bin Frankfurt studiert, Curriculum Implantologie in 2003, mache relativ viele Kurse zum Thema Lachgas, auch mit DDGI und ja, bin in der Dental Sedation Teachers Group auch drin. Wichtig ist mir in der Einführung, Ihnen zu sagen, welche Wirkungen bekomme ich denn mit Lachgas? Und die Wirkungen, die Sie erzielen können mit einer minimalen Sedierung, das heißt das Kleinstmögliche, was man an Sedierung machen kann, sind erstens die Anxiolyse, zuverlässig, dass die Angst des Patienten weggeht, eine Entspannung, einen reduzierten Würgereflex, ein Verlust von Zeitgefühl, gesteigerte Suggestibilität und Verringerung des Behandlungstraumas. Also wir haben schon mit sehr wenig Lachgas die Wirkungen, die wir erzielen wollen am Behandlungsstuhl. Schauen wir uns an, Lachgas als sehr alte Substanz wurde nun anfänglich mit dem Ziel der zentralen Analgesie, also Schmerzausschaltung, eingesetzt. Rein. Später begann man dann Sauerstoff zuzumischen in Konzentration.